Jetzt ist es so, wir haben wie auch am Morgen schon eine Fragerunde mit den beiden Politikerinnen, mit Antonio Racciati. Und vielleicht haben Sie gesehen, dass ich immer wieder mal darunter gespienzelt habe. Es ist nicht, weil ich noch was anderes parallel mache, sondern um zu schauen, was sind die Fragen, die wir hereingekommen sind. Sie können uns gerne auch noch weiter Fragen stellen. Ich glaube, wir beginnen mit einer oder zwei Fragen an Herrn Racciati. Warten Sie mal. Ja. Was ist die wichtigste Maßnahme, die Sie umgesetzt haben für die jungen Mitarbeiter? Was haben Sie getan? Ein Beispiel zum Beispiel während der Pandemie. Ja, nehmen wir mal die Pandemie. Während der Pandemie haben wir dafür gesorgt, dass es keinen Bruch gibt oder einen Abbruch in der Lehre. Denn die Kurse im interprofessionellen Zentrum sind zum Teil nicht mehr vor Ort gewesen. Und wir haben ja 270 Lehrlinge, nächstes Jahr 300. Wir haben eine zentralisierte Struktur im Schöf. Wir begleiten diese Lernenden und die sind wirklich begleitet. Und wir haben die Kontinuität der Ausbildung garantiert. Das war für uns wichtig in der Pandemie. Diese Kontinuität im Zusammenhang mit Theorie und dann die Kontinuität auch bei der Aktivität, der Praxis. Also nicht für alle Lernenden, aber aufgrund der Bedürfnisse des Spitals. Die Lernenden, die eine wichtige Rolle gespielt haben während der Pandemie, haben natürlich die Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt und haben weiter arbeiten können. Und wenn wir der Meinung waren, dass sie besonders vulnerabel sind, also für den Druck, dann haben wir Maßnahmen ergriffen. Ja, die Vulnerabilität, die Ungewissheit ist ein wichtiger Begriff. Das hat uns ja eigentlich den ganzen Tag begleitet, diese zwei Wörter. Was im Zusammenhang mit der Unsicherheit, da haben wir eine Maßnahme ergriffen, die auch vom Schöf vorgeschlagen worden ist. Das heißt, am Ende der ersten Welle haben wir uns gesagt, die Lernenden, die Lehre abschließen, schauen, welche Perspektive sie auf dem Arbeitsmarkt haben. Viele von ihnen hatten keine Möglichkeit oder waren arbeitslos. Und dann haben wir einen Vorschlag gemacht an die kantonalen Behörden. Die haben das akzeptiert, dass sie Maßnahmen finanzieren, die einerseits einen begrenzten Vertrag von 6 Monaten mit denen machen können, der einmal erneuert werden kann für alle, die ihren Abschluss gemacht haben und keinen Arbeitsplatz haben, also ihre Lehre abgeschlossen haben und man ihnen hilft, einen Arbeitsplatz zu finden und zu platzieren. Das haben wir 2020 angefangen und dieses Jahr weitergemacht. Also diese Unsicherheit haben wir versucht aufzufangen, indem wir es diesen Jungen ermöglichen, über die Krise hinauszugehen, nicht sich in der zweiten Krise zu befinden, dass sie arbeitslos sind. Vielen Dank. Persönlich glaube ich, dass es wirklich prima ist, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, Sie sind nicht die Einzigen. Es gibt noch eine zweite Frage, die ich Ihnen stellen möchte, bevor wir weitermachen. Verschiedene Leute haben uns diese Frage gestellt und ich auch. Das ist die Frage nach der Fluktuation. Wir haben ja eine große Fluktuation. Ich glaube, bis zu 40% in den Spitälern von Leuten, die dort arbeiten, nicht nur die Jugendlichen. Und die Frage ist, ob die Pflegekräfte, die Jüngeren, häufig weggehen. Hat die Situation sich verbessert mit dem Programm, dem BGM-Programm? Sie haben Zahlen seit 2014, glaube ich. Also ich kann sagen, es hat sich nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert, was schon ein Erfolg ist. Ja, wenn man so sagen kann. Das Problem ist noch da. Das Problem ist, wie wir die Leute behalten, unser Personal, unsere Talente. Die Frage der Feminisierung des Pflegeberufs ist eine echte Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass das Spital sich anpassen muss an diese Feminisierung. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Aktionen, die wir unternehmen können, um die Arbeitsorganisation anzupassen, an die Arbeitszeit. Da gibt es verschiedene Modelle und auch das Gleichgewicht zwischen Privat- und Berufsleben. Und da können wir zum Beispiel zusätzliche Krippenplätze schaffen und die
Versorgung der Kinder garantieren, also nicht nur im Schiff, sondern auch anderswo. Und da müssen wir dafür sorgen, denn das sind Infrastrukturen, die Geld kosten und die müssen wir einfach anbieten. Zurzeit haben wir zwei Projekte. Wir haben eine Umfrage im Schiff gemacht, Anfang des Jahres, um zu wissen, welches die Anfragen sind, Nachfragen nach Krippenplätzen unter allen Mitarbeitenden im Schiff. Es sind zwischen 12.000 und 13.000. Und wir haben 1.000 Anfragen bekommen. Also 1.000 Leute haben gesagt, wir könnten einen Platz gebrauchen. 1.000. Also stellen Sie sich mal vor, 1.000 Krippenplätze. Das ist gar nicht so einfach. Die Antwort, also etwas nur eine Teilantwort, war, dass wir zwei Projekte aufgegleist haben, um unser Potenzial zu erhöhen an Plätzen. Einmal 56 Plätze und einmal 27 Plätze. Also bei 1.000 sind wir da noch nicht. Nein, das stimmt, aber Sie müssen sehen, wie viele Kinder dort betreut werden können. Das sind etwa 100 Kinder. Zwischen den 1.000 Anfragen und den 100 Plätzen gibt es noch viel zu tun. Vielleicht hören wir für den Augenblick damit auf. Fragen stellen. Ja, ich habe keinen Namen. Eine Person fragt, wir haben im Dialograum mit den Lernenden gehört, dass die Berufsbildenden oft zu wenig Zeit haben für die Lernenden. Gibt es aus politischer Sicht eine Maßnahme, um die Bedeutung und Wichtigkeit der Berufsbildenden noch weiter zu stärken oder diese Rolle aufzuwerten? Und wenn ja, wie? Wisst ihr, ist etwas im Tun, im Raum, pas du tout? Also das wäre bei den Kantonen angegliedert. Ich weiß zum Beispiel Fachpersonen, die auch im Auftrag des Kantons Bern Lehrbetriebe besuchen und kontrollieren, dass die zum Teil unterschiedlich ausgebildet sind. Und da finde ich, müsste man sehr gut auch drauf schauen, dass die regelmäßige Ausbildungen haben, dass sie zum Beispiel auch in Bezug auf Covid, gab es nichts Spezielles jetzt in Bezug auf die Lehrbetriebe. Ich hätte mir das gewünscht, weil viele waren dann auch zu Hause. Das hat neue Herausforderungen gebracht. Aber da denke ich, sowohl die Personen, die kontrollieren, aber auch die Lehrmeisterinnen, Lehrmeister, diese Ausbildnerinnen müssen wirklich auch aus meiner Sicht regelmäßige Ausbildungen machen, aber im Betrieb auch die nötige Unterstützung und Zeit erhalten, damit sie diese Aufgabe wahrnehmen können. Melanie Mettler? Ja, und ich finde, oder also es gibt wie zwei Herangehensweisen. Das eine ist quasi, dass man regulatorisch Maßnahmen unternimmt, um die Wichtigkeit dieser Funktion zu stärken. Ein anderer Ansatz ist natürlich auch, dass es eigentlich ja auch für Unternehmen selbst Sinn macht, darin zu investieren. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Wir haben es vorhin gerade gehört, man versucht verzweifelt, die ausgebildeten Fachkräfte dann auch zu behalten und denen Arbeitsbedingungen und Umstände bieten zu können, die sie im Beruf halten. Und wenn die Unternehmen das merken, dass sie hier eigentlich nicht nur effizienter werden können, sondern einfach auch bessere Leute und ihre Leuten stabilere Strukturen bieten können, dann sind sie auch motiviert, zu investieren. Eine zweite Frage, wir haben, ihr habt beide ein Studium, aber meines Wissens keines im Bereich Psychologie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber vielleicht habt ihr dennoch eine Haltung dazu. Die Lernenden werden beim Lehreintritt tendenziell immer jünger. Wäre es aus Sicht des Schutzes der psychischen Gesundheit ein späterer Schul- und damit auch Lehreintritt allenfalls sinnvoll? Finde ich jetzt halt ein bisschen so, aber wir können vielleicht nachher Alan Guggenbühl zu dem dann noch fragen. Aber, ja, das fände ich sinnvoll. Aber vielleicht kannst du etwas sagen aufgrund der Situation bei Compasso. Ist natürlich spezifisch. Ja, also wie gesagt, ich kann hier wirklich nicht aus einer Fachperspektive Antwort geben. Aber wir haben vorhin auch von meiner Kollegin Wasserfallen gehört, dass wir recht früh eigentlich beginnen möchten, auch gewisse Bewältigungsstrategien und Befähigungs- und Bestrebungen zu unternehmen, auch bezüglich der mentalen Resilienz. Das meine ich jetzt nicht im negativen Sinn, sondern eigentlich im befähigenden Sinn.
Und da scheint es mir sinnvoll, dass man hier wirklich recht früh einsteigt und dann aber begleitet über die Biografie. Die Entwicklung der Jugendlichen ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt halt 16-Jährige, die sind wirklich schon Erwachsene und 16-Jährige, die sind noch Kinder. Und da muss man, glaube ich, auch eine gewisse Flexibilität und Individualität anwenden können. Das haben wir auch von Alan Guggenbühl heute Morgen gehört. Ich muss ein bisschen die Zeit im Griff haben, deshalb würde ich sagen, la dernière question, c'est pour vous, monsieur. Die letzte Frage geht an Sie, Herr Chatti. Jemand fragt, inwiefern die Mitarbeitenden bei diesem Projekt BGM in Ihrem Unternehmen im Schüf beteiligt waren. Können Sie da konkret antworten? Es hat eine ganze Reihe von Aktionen gegeben, die tatsächlich mit den Leuten abgesprochen worden ist. Ich habe von der Charta für das Verhalten im Unternehmen gesprochen. Wir haben das erarbeitet, nachdem wir 17 Sitzungen hatten aus einem Panel, wo alle Funktionen vertreten waren, alle Berufe vertreten waren. Es ist tatsächlich eine Arbeit vor Ort bis zur Spitalleitung, die geleistet worden ist. Bestimmte Aktionen sind auch von da ausgegangen, aber es gibt auch andere Aktionen, die wir gemeinsam mit der Basis erarbeitet haben. Vielen Dank. Flavia musste kurz weg, weil sie einen Hustenanfall hatte. Kein Problem. Danke euch dreien sehr herzlich.